deutsche Gegner in der Champions League mehr als unangenehm sein können, haben die Herren des FC Barcelona im Spiel gegen die Bayern schmerzhaft erfahren müssen. Heute durften die Frauen spielen gegen die Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg. Das Ergebnis war jetzt nicht ganz so klar wie bei den Bayern, kein 8:2, aber ausreichend unangenehm waren die Deutschen trotzdem. 1:0 für Wolfsburg. Und das heißt, auch das Champions League-Finale der Frauen findet mit deutscher Beteiligung statt. Der Traum vom Triple lebt weiter, nach einem knappen und hart erkämpften Sieg. Das war nicht ein einfaches Spiel, aber wir haben das zusammen gemacht und wir haben so eine 100%ig gute Leistung heute gezeigt. So, ich bin sehr glücklich und froh, dass wir heute gewonnen haben. Barcelona zu Beginn das bessere Team. Und dann bringt der VfL sich auch noch selbst in Gefahr. Abt verhindert stark ein Eigentor von Verteidigerin Hendrich. Wolfsburg kommt besser ins Spiel. Der Führung näher, aber sind die spanischen Meisterinnen. Die ehemalige Wolfsburgerin Hansen ans Außennetz. Ein temporeiches Spiel 0:0 zur Pause. In der zweiten Hälfte Wolfsburg mit mehr Zug zum Tor. Das Finale der Titel ist doch das Ziel. Pajor Fallrückzieher Fridolina Rolfel, das 1:0 in der 58. Minute. Barcelona jedoch immer wieder mit Riesenchancen im Angriff. Wolfsburg wackelt, aber fällt nicht. Wie die Mannschaft heute gefightet hat, war sensationell. Also mit viel Leidenschaft, mit viel Kämpferherz, mit viel Wille sich dagegen gestemmt. 1:0 der Endstand. Am Sonntag trifft das Team im Finale auf Paris oder Titelverteidiger Lyon. Dieses Geräusch kann einem die ganze Nacht versauen. Manche leiden sogar den kompletten Sommer. Und dieses Jahr besonders. Nach zwei entspannteren Jahren ist 2020 in einigen Regionen ein echtes Mückenjahr. Der Wechsel zwischen nass und heiß hat das perfekte Brutklima geschaffen. Das ist für uns Normalos schwer zu ertragen. Für Mückenforscherinnen aber ein großes Glück und fette Beute. An reichlich Exemplaren können sie untersuchen, welche Krankheiten die Mücken bei uns übertragen können. Zum Beispiel hier sehen Sie ja die ganzen Mücken, wenn sie so gegen die Sonne filmen, dann sehen Sie die so schön fliegen von hier. Doreen Werner ist auf Mückenjagd. Dafür hat sie Fallen ausgehängt. Die Wissenschaftlerin vom Leibniz-Institut will wissen, welche Mückenarten sich hier tummeln und ob sie Krankheitskeime in sich tragen. Mücken werden vom CO2 in der Atemluft angelockt, wenn sie auf der Suche nach Lebewesen sind, bei denen sie Blut saugen können. Das macht sich die Forscherin mit Hilfe von Trockeneis zunutze. Das CO2 ist hier oben in diesem Auffangbehälter drin. Hier sind kleine Löcher, aus denen das Trockeneis verdunstet. Dann gibt es ein zweiter Teil der Falle, ist eine Einrichtung, die hier unten dran hängt. Da ist ein kleiner Ventilator drin, der erzeugt einen Luftsog. Die Mücken werden angelockt, fliegen hin und werden durch diesen kleinen Ventilator eingesogen in das darunter befindliche Fangsäckchen. Seit den heftigen Regenfällen Anfang Juli herrscht eine regelrechte Mückenplage hier an der Oder. Das merkt Doreen Werner nicht nur an den Stichen, sondern auch in ihren Fallen. Genau, also das hätte ich jetzt nicht in der Masse noch erwartet über diesen langen Zeitraum, weil wir haben die Plage hier schon seit einigen Wochen. Auf 2.000 bis 3.000 Mücken schätzt sie den Fang. Doch warum lassen die Plagegeister trotz Hitze und Trockenheit nicht locker? Die Mücken fühlen sich wohl und wenn sie noch genug Blut finden, können sie auch genug Eier produzieren, um auch die nächsten Generationen wirklich sicherzustellen. Mücken ernähren sich von Pflanzensäften und Nektar, aber die Weibchen brauchen die Blutmahlzeit, das heißt das Protein aus der Blutmahlzeit, um ihre eigenen Eier reifen lassen zu können. Zurück im Labor untersucht Doreen Werner ihren Fang. Sie findet erwartungsgemäß Überflutungsmücken wie die Rheinschnake, die nicht nur dort, sondern überall auftaucht, wo Gewässer über die Ufer treten. Und was ist mit den Krankheitskeimen? Die meisten zeigen sommergrippeartige Symptome, sind also unspektakulär. Aber wir haben zum Beispiel auch Krankheitserreger wie die Vogelmalaria oder zum Beispiel das Westnil-Virus, welches auch für Menschen gefährlich werden kann. Bei ihrer Mückenjagd achtet Doreen Werner nicht nur auf die Einheimischen, sondern auch auf die eingeschleppten Arten wie die asiatische Tigermücke, die ja gerade die gefährlichen Keime übertragen können. Doch dieses Insekt hat sie in Brandenburg bisher noch nicht gefangen.
Der momentane Regen macht den Mücken übrigens gar nichts aus. Aber Wind und Sturm mögen sie überhaupt nicht. Insofern können wir Menschen uns auf perfektes Anti-Mückenwetter freuen. Heute Nacht gibt's im Norden gebietsweise Regen, im Nordwesten auch Gewitter, in der Mitte und im Süden meist trocken und oft nur locker bewölkt oder klar.